Kryptoarchäoxenophobie von Mirja Pilz. In der Bevölkerung gibt es einen tiefen Sumpf, einen Sumpf voller entsetzlicher Dinge. Es braucht nur einen Marschbefehl. Es ist verborgen, aber es ist nicht ausgerottet. Anselm Kiefer. Die pseudowissenschaftliche Methode ist unter reaktionären Geistern Mode. Dem Reich der Fantasien entrissen, werden bizarre Theorien zu Wissen. Sie verdrängen hier die Integration durch geplante Remigration. Mit allerhöchster Konzentration verfolgen sie die Subversion. Grabe, grabe dich durchs dunkle Eis. Kryptoarchäoxenophobie. Grabe, grabe, immer dunkles Eis. Kryptoarchäoxenophobie. Die Lehre der modernen Extremisten verschreckt vielleicht so manchen braven Christen. Die einen fragen: Vater, warum hast du mich verlassen? Die anderen sagen: Ich liebe meinen Hass und will ihn nur hassen. Doch beweist der Populist mit ganzer Kraft: Beschwörung und Verschwörung sind echte Wissenschaft. Und so bestimmt alles ich oder nichts die exakte Position der neonazistischen Fraktion in der rassistischen Region. Grabe, grabe dich durchs dunkle Eis, Kryptoarchäoxenophobie. Grabe, grabe, immer dunkles Eis, Kryptoarchäoxenophobie. Zwischen Trumpologie und Pandemie, Kryptoarchäoxenophobie. Das ist kein Zufall und keine Magie, das ist Kryptoarchäoxenophobie. Stirbst du, bin ich unsterblich, droht die Diktatur der Demokratie. Doch was uns dann dort unten fand, raubte uns beinahe den Verstand. Irgendetwas stimmt nicht, dieser Gedanke war dir kurz gegeben. Doch ist es fast zu spät, du stinkst nach Hass und möchtest ewig leben. Und ich soll nun verkünden, man verhält sich konform für alle anderen, wird es keine Zukunft geben. Erst in Lebensgefahr wird das Leben echt und wahr. Und so stehe ich nun vor dir, dem Publikum, mit bangen Augen und Angst vor dem Delirium. Deine Finger braun, fast schwarz gefroren. Und ich warne dich, es kommt dich holen. Erinnerst du dich nicht? Die Geschichte darf sich nicht wiederholen. Ist es dir denn egal, ob die Geschichte je geschehen? Und ist es dir auch egal, wie die Menschheit in vielen Jahren auf uns wird sehen? Ist abwärts wirklich dein neues Aufwärts?